Niemals. Oh, ziemlich beruhigend, ne? 7 Days to Die. Wie läuft's bei euch bei Minecraft? Voll cool. Na, basteln. Ich weiß, dass es auf den Konsolenversionen populärer ist, aber auf der PC-Version ist das übelst selten, dass man so ein Pilzkühe-Biom findet und das, da wohnen wir jetzt auf so einer Insel. Voll cool. Okay. Hat Vorteile, oder? Ja klar, die Pilzkühe sind voll geil aus. Kannst ja jederzeit Magic Mushrooms runterkratzen, wenn du mal wieder einen Schuss brauchst. Mhm. Wenn du eine Schüssel in die Hand nimmst, kannst du einfach eine Pilzsuppe dir gönnen. Und die sehen geil aus. Okay. Oh. Und auf dem Boden kannst du so einen Riesenpilz wachsen lassen. Das ist auch toll. Das ist wie bei dir in der Hose. Ah, okay, okay. So ein gelber Pilz habe ich da meistens. Gilt dieser Eisenframe unter Deal und? Tools. Gesundheit, Anni. Richtig? Also bei der Schmiede des Dritte muss man das erreichen, um die Frames zu machen, die Eisenframes. Du meinst die Schallframes, die ich hier außenrum platziert habe? Ja. Ja, also ja. Hat das schon jemand von euch? Ich weiß definitiv, dass ich das machen kann. Ich flieg mal heim und mach das, okay? Das Brav. Ist sehr, sehr nett. Aber es dürfte auch noch in einer der Kisten, wo eine Zielscheibe oben ist, da habe ich mal Baukram reingetan. Da dürften vielleicht auch noch welche drin sein. Ui. Die habe ich schon genommen. Ich habe noch 57 Stück. Bleibst du liegen? Ich habe etwas Bedenken. Ne? Bedenken falsch. Wenn ihr dann wieder kommt, Benzin. Ja. Und Leiter. Es hat gewittert, das heißt morgen ist Sonnennacht, oder? Oh, nö, oder? Ich bin zu doof zum Hochrechnen. 7, 14, ja, das haut leider hin. Ja, schön! Ja, schön, schön. Der Bauvorhaben, ne? Läuft ja hier. Was? Ist nicht heute schon heute noch? 84. Wenn es ein bisschen rot wird, ne? Schreierin. Herr kann es sein. Warum das kommt die Schreierin so? Okay, wir haben auch schon Tag 84, aber trotzdem. Ja, okay. Aber über sie hat nicht geschrieben. Oh. Die Freiheit voll kein Cello sein. Ja. Ja. Ich komme. Hm? Stahlrahmen voll das der Hammer. Das hören wir gerne. Ihr wollt Stahlgerüste haben, ne? Genau. Das, was Andi sagt. Machen wir mal einen 2 Eisenlöwen 200. Für was brauchst du? Was brauchst du dafür, um das herzustellen? Eisen natürlich. Eisen und Clay. Ah, bring ich mit. Hab ich gerade gesagt, Mann. Bring ich mit, bring ich mit. Das war abgehakt. Deswegen dachte ich, ich wiederhole es nochmal. Lüg mich nicht an! Möchtest du dich kurz umsehen? Ja, also, aber jetzt nicht hier live, aber okay. So, der Dicke kommt nach Hause. Das war ein paar Tage, bis es gemacht hat. Hey, wieso läufst du denn jetzt auch weg? Wer, ich? Ach, ja. Da! Entschuldigung, jetzt tut mir leid. Ihr lauft alle weg. Ja. Aus gutem Grund. Oh, man kapiert sie dann doch, dass sie mal duschen müsste. Ja, ich hab's gecheckt. Ihr und so. Backt ihr einen Keks. Absolut. Absolut. Und alles nur. Oh. Das war nett von euch, mir Pacifix-Bier zu geben fürs Nichtstun. Ja. Ja, wir haben hier noch in der einen Truhe, die wie eine Kommode aussieht, unten hier noch so Gadgets, die auf eure Rüstung oder Werkzeuge oder Waffen drauf sind. Okay. Was ihr davon brauchen könnt. Ui, jetzt wird's knackig. Jetzt brauchen wir ja noch länger, weil es Steine sind. Ui. Wie viel Benzin haben wir denn noch? Nicht mehr so viel, ne? Mhm. 3 Stacks, glaube ich. Mach mal die 2 Benzinfässer auf, das habe ich gelernt. Ah.
glaube, der Ton, ja, der Ton habe ich runtergeschaltet, das ist nicht so hardcore nervt. Das bzz, 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 bzz. Genau so klingt ein Erdbohrer. Ja, ist ja der Erdbohrer. Genau so klingt ein Erdbohrer. Bzz, 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 bzz. Ja, natürlich, so klingt er. Klingt er bei euch nicht so? 107 Fleisch habe ich. Ja, wow! Wo kommen die denn her? Ich weiß nicht. Dann das geh doch zu Netto! Das ist bei Thomas was abgekratzt. Nur weil ich jetzt einmal in meinem Leben wieder unter 100 Kilo wiege, nach meiner Geburt, was das ja nicht. Thomas! Ja. Also so würde ich das jetzt nicht nennen. Also liebe Mama, wenn du zu. Voll viel 9mm Munition, könnt ihr euch eine Pistole oder eine MP5 rausnehmen, ne? Ja. MP5. Bin ja eigentlich der einzige, der Bull. Ach nee, ihr macht ja die Frames. Ich hab dich mit Rohrbomben unterstützt, ich will nichts hören. Ah, ja, das stimmt auch wieder. Was möchtest du? Ja, Hilfe. Unterstützung. Ja, mhm. Okay, gut. Sehr gut. Fleißig. Oh, guck mal, Anni guckt zu. Das ist super. Ich guck mal, was man braucht, um. Anni, was haben wir gesagt? Was war besser, Dynamit oder TNT? TNT konnte man nur ankleben mit. Genau, und Dynamit konntest du hochwerfen, runterwerfen und ich glaube sogar auch ankleben. Thomas, möchtest du vielleicht bald nach Hause kommen? Ein weil... dreidimensionales Wurfobjekt, geil. Haben wir jetzt wirklich Blutmond? Ja. Schön, dass also, es dir aufgefallen ist. Nimm deine Füße in die Hand. Beide? Ja. Ist fein. Gleichzeitig. Wo ist denn jetzt die Leiter nochmal hin? Am Anfang. Geil. Ah, da. Ihr kommt super hin. Ich kann 15 Dynamitstangen herstellen. Wow. Ja, das macht Spaß. Weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht. Kannst du noch Hilfe? Haben wir eine Armbrust? Dann mal probiere ich klar. Das mal aus. Klar, klar, klar. Ich habe eigentlich von jeder Waffe oder Werkzeug mindestens 3 oder 4 Stück gemacht. Wow. Du, 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 du. Oh, das ist so schön. Was schön ist. Ich mag das Rot. Das ist so schön gelb, weißt du. Was für ein Butterbrot machst du? Butterbrot, jetzt mal wirklich. Also so, ne? Brot, Butter, ne? Und dann Brot. Nein. Ich hab verstanden, ich mag Brot. Ich mag Brot. Ich liebe Brot leider. Das ist echt schlimm. Für jeden Scheiß brauche ich Brot. Suppe, Kuchen, immer. Was? bitte? Magst du auch gerne Leberwurstbrotsuppen haben? Oh, du hast den Back, ne? Ja, das Das war mir aber klar, dass das passiert. Bei den geilen Geräuschen, die Horde gleich macht, machst du das auch keinen Unterschied. Cooler Shit, Mann. Da hast du recht. Was für ein Muniboy denn da? Ihr könnt die übrigens gerne ein bisschen rankommen lassen. Ich habe da unten so Blade Tools platziert, ne? Mhm. Aber irgendwie sind die zu blöd hier reinzufinden. Die kloppen einfach willkürlich die Wände weg. Ich habe einen MR10. Was für eine Patron? Was für Patronen braucht die denn? 7er. Das ist eine halbautomatische Schnipper, die benutzt 7,62. Oh, den brauchen wir nicht. Ja, doof. Kann ich ein paar Schuss geben, wenn du keine haben sollst. Nein, alles gut, die. Magnum haben wir auch nicht so viel, ne? Doch, 200. Das ja, reicht klar. Fürs Erste. 9mm mal übelst viel. Zum Verböllern. Bang, bang, bang! Oh, cool, die Animation war ja sexy. Wo gehen wir hin? Wir gehen auch rüber zu unserem... Hordenstand. Hordenstand. Da-da-dum. So, dann könnte ich aber wieder den Sound etwas ertönen lassen. Nee, kann ich nicht. Never feel discreet before. Okay, hier ist offen, ne? Groß Eiswehr. Die ist ja. Entschuldigung. Du, wenn du so weitermachst, muss ich hier nachher in meinem Chat mit dem Hut rumgehen und die Münzen einsammeln. Wenn du so weiter stößt. Weil der immer so blöd rumstehen, war das? Ja. Hallo du, na du, ganz alleine du. Du, du,
Ich mach mal bis auf den letzten Drücker, mach noch hier Steinpfeiler, okay? Jod. Sehr lieb. Und Gerüstis. Wie weit sind wir mit Gerüstis? Oh, ich könnte mein Leben schon mal reinschmissen. Schmissen. Ihr habt doch eine extra Box für Leben, für Schmelzung, ne? Ich will auch eine Box Schmelzkiste. Zum Leben. Oh, das kann ich dich ja schlagen, um zu gucken, ob dann der Erdbohrer-Bug weggeht. Nein, der geht leider dann nicht weg, haben wir festgestellt. Mal. Das sagst du doch jetzt nicht so. Nein. Hey. Das braucht man nicht. Keine Beutel auf Kisten ablegen, was soll denn das? Der geht nach der Zeit weg. Das braucht kein Mensch. Nur mal was trinken. Sagst du das auch, wenn du irgendwas hier ins Meer wirst? Das geht doch mit der Zeit weg. So nee, im Wald. So. Also im Wald. Ich gehe grundsätzlich immer im Wald und schmeiß da eigentlich meinen Müll weg. Ja, dann schreit sich so ein Förster zusammen. Das ist Umweltverschmutzung. Ja, das geht doch bald weg. Irgendwann in 20 Jahren oder so. Alter, das sieht auch geil aus, hier Steak und Potatoes. Thomas, denk dran, in 10 Minuten ist es soweit. Ja, Mama. So kurz vor der Hochzeit. Thomas, in 10 Minuten ist es soweit. Ja, Mama. Warum musst du immer das krasseste Negativbeispiel nehmen? So, guck, Ben. Ich bin vor dir drüben. So, jetzt kommst du. Ich sag doch, ich mach bis auf den letzten Drück, um Steinpfeiler herzustellen. Viel Spaß, Ben. Tschüssi. Das machst du nur einmal. Aber die leuchtenden Dinger sind ja voll cool. Geht es denn weit? Geh mal da, tu mal da an die Wand hinleuchten. Ah, schade, das sehen wir nicht. Holy, warte, ich mach mal die Blade Traps an. Genau. Comet, oh Comet. Comet. Können die uns eigentlich erschießen? Hm? Ja. Also du solltest nicht davor stehen bleiben, ist uncool. Die natzen uns auch weg. Okay, das wollte ich hören, weil... Oh, nicht darunter. Ui, die schönen sexy Blades da unten. Oh. Ja. Oh. Ah, der muss gleich meine Kammer hochstellen, das geht gar nicht klar. Da kommen sie. Oh, du Spucker. Warum wir ohne Ton sind, das Problem ist. Ah, es geht. Wir haben den scheiß Bug nämlich drin. Komm, Specki. Alter. Die machen das Babyhaus kaputt. Ui. Okay, die Animation ist ja schon saugeil. Die Animation wovon? Von der Magnum, wie er die dann aufladet. Okay. Ich glaube, man's nachlädt, oder? Nachlädt. Mit dem Akku aufladet. Vögelchen! Oh, viele Vögelchen! Konzentriert euch auf unten, ich mach die Luftabwehr. Okay. Okay, einen habe ich. Danke. Sind die jetzt down? Weil die stehen da noch so. Nee, der ist nicht down. Nee, die sind einfach nur verblödet. Allein wieder oben vom Dach runter spuckt du Spacken. Oh, die stehen da alle so wie bestellt und nicht abgeholt. Ah. Oh. Komm mal her. Sometime of my life. Nee, hast du jetzt die Waffe drin? Das klebt nicht vor. Sei es wer. Es ist Stroh. Und Anni, alles gut? Ja. Ui, nochmal einen weg. Ich geh mir mal Gerstensaft holen. Okay. Du meinst Limo, ne? Boah, wie die alle da dran stehen. Wie die halt alle da spucken. Ja. Vogel, Vorsicht. Ah, jetzt backen sie halt wieder hart. Ja. Stehen sie wieder da wie so Geister. Oh nein,
Tommy, du hast Aua Bubu. Ja, ich weiß, ich habe Aua bekommen. Warte, bleib mal stehen, ich habe was für dich. Aber nicht runterschmeißen. Ja. Nee, tu ich nicht. Ja, friss. Oh, mein Auge. Schade, dass sie das immer noch nicht so richtig safe gefixt haben, ne, hier, dass die ein bisschen mehr abgehen. Wobei das letztes Mal ja heftiger war, ne? Okay. Da ging das besser. Ja, da warst du, glaube ich, auch dabei. Nee, ich war einmal nicht da. Der Trottel hat sich ja jetzt bestimmt schon 4 oder 5 Mal vor der Runde nach rausgelockt. Nein, also das würde ich jetzt nicht so sagen. Also das war also ne, weniger. Ja, sorry, ich hätte nicht Trottel sagen sollen, sondern Volltrottel. Das heißt Drückeberger, meinst du? Drückeberger. Die scheinen aber alle noch zu leben, weil die gehen dann schon down und ja, klar leben die noch. Die haben halt nur keine Lust, uns anzugreifen, weil wir so richtig hardcore sind, oder? Ich geh mal runter und frag nach, was da los ist. Ja. Ben hat vorher mit ihnen geredet. Was da los ist. Leute, das können wir nicht angehen. Jetzt mach doch mal. Wie er echt da unten ist. Ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Na, langweilig, macht was. Ja, das hat die Bundeswehr aus ihm gemacht. Ja, ganz harte Zeit. Mach mal mein Bier auf, okay? So, zack, weggenatzelt. Ja, wenn ihr nicht wollt, dann schmeiß ich jetzt mit Dynamit rum. Ja. Yes. Ich geh auch mal runter. No risk, ja, no fuck. Oh, Alter, Ben. Ja, bitte? Leider zählt es aber nicht, wenn du die so wegnatzt. Sagt wer? Das kriegst du dafür Erfahrung? Die sind da dort nicht draufgegangen. Oh, okay. Vorsicht, Spucki. Hehe, Fetti. Jo, nimm mal mit. Oh, du blöder Vogel. So, mitgenommen. Da wurde aber wieder irgendwas kaputt gemacht, weil das hatte ich bei den letzten Hornenechten auch nie, dass die einfach so rumstehen. Das war zwar vereinzelt mal der Fall, aber nicht so krass wie jetzt hier. Okay. Das hat man zuletzt, als die Geier noch so pucki waren. Oh, mal weggehauen. So kann man auch leveln, nichts in der Sache, aber es ist möglich. Hoppala. Ich habe halt Angst, dass er jeden Moment halt los anfangen zu rennen. Mhm. Hey, mich hat gerade eine gehauen. Schweinerei. Hau zurück. Hobby. Ja, 15 FPS. Ich habe 40. 40? Ja.